Guten Abend. Ja, wir haben uns schon länger nicht mehr live gesehen. Jetzt bin ich da, leider ohne Adrian. Der musste sich bekannterweise, oder falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, mit Corona krank melden. Und ja, ich hoffe, ich bleibe gesund. Ich war am Wochenende Fußball spielen und da sind auch zwei Mitspieler inzwischen krank. Danke, Borsig Waffelträger. Vielen Dank für die Rückmeldung. Also alles okay. Genau, und ja, ich hoffe einfach, mich verschont Corona. Max ist aber mit dabei. Hallo Max. Und wir haben auch einiges an Neuerscheinungen. Ich muss mich ja wieder dran gewöhnen. Ich war zu lange nicht mehr im Livestream. Wir wollen den Tisch haben. Ein bisschen ist die Stimme, wie man es hört, auch angeschlagen. Und ich hab's noch. Genau, also wir haben einiges an Neuerscheinungen. Wenn ich irgendwas vergesse, dann schreit laut auf. Das holen wir auch noch raus. Genau, also Adrian ist leider nicht da. Das heißt, wir können nicht wie geplant, oder es macht jetzt wenig Sinn, dass ich jetzt alleine über die Dreieckkon rede. Also ein bisschen kann ich auch, aber wir hatten uns das ja eigentlich so als Recap gedacht, dass wir nochmal so in Erinnerung schwelgen, was wir da erlebt haben. Und das macht natürlich zu zweit mehr Spaß. Das verwahren wir uns dann für nächste Woche. Denn nächste Woche haben wir den 21. Dieser Fan-Talk mit dem großen Jahresrückblick. Wechsel, jawohl. So sieht es auch gut aus. Genau, also nächsten Mittwoch am 27. Die Gäste, sie haben noch nicht final zugesagt, aber sie konnten zumindest alle an dem Tag. Deswegen gehe ich im Moment davon aus, dass sie dabei sind. Das ist nämlich der liebe Fred, der Engo und der Christian. Und genau, dann werden der hoffentlich wieder gesunde Adrian, der hoffentlich noch gesunde Gernot und Fred, Engo und Christian in unter 4 Stunden, wir gucken mal, ob das hinhaut, zurückblicken auf das DSA-Jahr 2023. Vielen Dank, Coronius, für das Abo. 19 Monate. Respekt. Danke, danke. So lange bin ich schon online. Und genau. Dann schauen wir auf alles, was sich so in diesem Jahr ergeben hat, auf die Produkte, die Crowdfundings, die Cons und, und. Das Bild ist noch nicht final, das ist nur mal ein kleiner Auszug, was unter anderem das Thema sein wird. Das überarbeite ich noch. Das habe ich eben noch schnell zusammengeklöppelt. Und ja, ich denke, das wird ein cooler Talk. Wenn ihr da noch Anregungen habt, Wünsche habt, was da noch Thema sein soll, dann schreibt das gerne vorher in Discord oder wo auch immer, wo ich das lesen kann. Dann können wir das gerne noch mit berücksichtigen. Und ja, ansonsten seid live mit dabei im Chat und bringt euch ein. Ich gucke auch mal, ob ich noch Umfragen mache. So liebstes Produkt, schlechtestes Produkt vielleicht. Oder was wünscht ihr euch? Nee, das ist ja eigentlich dann die Produktvorschau. Ich gucke mal. Vielleicht mache ich noch Umfragen. Auch da, wenn ihr Wünsche habt, was ich gerne vorab oder während des Streams umfragen soll, meldet das. Schreibt das irgendwo rein. Jo, ich würde auch sagen, schreibt in den Chat, wenn ihr gerne Themen habt, über die ich sprechen soll. Der Community Talk, auch wenn ich jetzt alleine bin, der soll ja so ein frei aus der Hose sein. Einfach drauf losquatschen über aktuelle Themen. Ich habe jetzt eben hier die ganzen Neuerscheinungen mitgebracht, weil ich denke, das ist ein gutes Thema. Wir können gleich zusammen nochmal in die Crowdfundings gucken. Also das der goldene Ehre des Goldenen Kaisers, heißt es. Und das Dragon Bane mit grüner Ebene Crowdfunding, was ja gestern zu Ende gegangen ist, gestern Abend um 9 oder 10, ich glaube um 10. Und ja, können da nochmal ein bisschen drüber quatschen. Wenn ihr sonst noch Themen habt, dann immer her damit. Borsig Waffelträger sagt, die Änderung rund um das Liber-Liturgium kommen hoffentlich auch mit rein. Was meinst du genau? Also wo rein kommen die? Bitte nochmal erläutern. Dann nehme ich das gerne mit auf. Genau, wenn ihr sonst noch Themen habt, gerne reinrufen. Ansonsten würde ich sagen, wir schalten mal hier wieder um. Ich muss mal gerade das Mikro ein bisschen rüberziehen, sonst sehe ich nicht, was ich hier mache. Das ist schlecht. So, den Tisch zeigen wollen wir. Das ist wirklich, als wenn ich das zum ersten Mal mache hier. Und so. Ha! Es klappt noch. Sehr gut. Über das Liber Liturgium kann ich
versuchen zu sprechen. Ich weiß nur nicht, ob ich da so viel Ahnung habe. Oder meinst du das Divinarium Liturgia? Das habe ich hier. Aber lieber meinst du ja den DSA 4.1 Band. Ne? Das ist das Einzige, was ich weiß, dass es in den braunen Bänden keine weiteren Liturgien gab, deswegen kommen die auch nicht rein. Da gab es nur welche für Orks, aber Orks sind in DSA 4.1 noch keine Kammerspender, deswegen keine Liturgien. Ja, ansonsten kommt in das Liber dann eigentlich nur rein, was vorher auch schon rein sollte. Und das Liber Cantiones, das wird hier nochmal komplett neu gedruckt. Ah, okay, du meinst auch das Liber Cantiones. Ja, genau, also das Liber Cantiones, da sollen noch... halt es mir bitte nach, dass ich nicht weiß, wie die Zauber heißen. Es sollen noch zwei Zauber, glaube ich, die versprochen waren und nicht drin waren, reinkommen und die Zauber aus den braunen Reihen. Das sind teilweise relativ spezielle. Die sollen dann, glaube ich, auch mit so einer Anmerkung dann reinkommen, weil die nicht in jeder Runde auch sinnvoll einzusetzen sind. Aber dann ist es vollständig. Und genau, dann ist das, so meinte Nico, auch ein Band, wie er sich den gewünscht hat. Sprechen ist auch noch schwierig. Ui. Ich würde sagen, wir fangen mal ein bisschen mit dem Auspacken hier an, beziehungsweise mit dem Durchblättern. Und zwar, ich fange mal direkt mit dem rötesten Buch hier an. Und versuche erstmal, ja, das ohne, dass das Papier reißt, das ist nicht lang gut gegangen. Genau, Christian Nehling hat wieder zugeschlagen, da ist Raya Kavaliere Vademecum. Brevier des kämpfenden Galans. Da wird er sicher dann am Mittwoch nächste Woche auch nochmal was zu sagen können. Ist eine coole Farbe. Ist so ein bisschen, boah, ich will nichts Falsches sagen, hier in dem Licht. Ist ein Rot, was so ein bisschen ins Pinke geht. Aber schon noch ein höherer Rotanteil, würde ich sagen. Ich glaube, in der Kamera sieht es eher rot aus, ne? Ja. So, jetzt muss ich mal gerade überlegen, wie ich das am besten mache. Ich kriege das leider nicht auf eine Höhe, dass ich das hier einfach ablegen kann und ihr noch was sehen könnt. Bei dem kleinen Buch ist das so ein bisschen verschenkt, ne? Ich mache das mal gerade so. Ich habe ja genug Material hier. Ich lege einfach noch was unter. Und nehme das Mikro rüber, damit ihr mich dabei auch hört. Und mach mir das hier größer, damit ich auf dem Monitor auch sehen kann, was ich da blättere. Ja, genau, das Raya Kavaliere Vademecum. Eine aventurische Spielhilfe für den Orden der Kavaliere Raya von Christian Nehling mit herzlichem Dank an alle Raya-Gläubigen, insbesondere Evi Demietel für Hintergründe zu den Raya-Kavalieren. Jawohl, ist ja wie gehabt ein Vademecum mit 160 Seiten in dem, ich glaube, es ist A5-Format. Oder ist es sogar etwas kleiner als A5, ne? A6 ist es, glaube ich. A6-Format. Auch wieder mit ein paar Illustrationen von Tokala. Während die Heldenbreviers ja keine mehr bekommen. Ne, Breviere heißt es, ne? Keine mehr bekommen. Die Vademecums verkaufen sich ja gut genug, dass die Gott sei Dank auch noch Bilder von Tokala bekommen. Und ja, auch wieder sehr schicke, wie ich finde. Gucken gerade nochmal ins Inhaltsverzeichnis, das habe ich jetzt hier einfach überblättert. Vorstellung und Mission des Ordens. Na, willst du wohl? Geschichte der Kavaliere, bedeutsame Personen, Ort und Artefakte, Aufbau und Struktur des Ordens, der Weg zum Orden, Verehrung der schönen Göttin von Blutrot bis Purpur, Lektion, Anrufung und Ruhm, Sicht auf 12 göttliche Kirchen und Orden, Strömung und Gestalten eines Raya-Kavaliers. Wobei da wahrscheinlich das Gestalten und nicht die Gestalten gemeint ist. Jo. Für alle, die das jetzt hier als Podcast hören, denn das werde ich auch wieder als Podcast hochladen, versuche ich da etwas mehr drüber zu sagen, als vielleicht nötig wäre, aber ich werde es wahrscheinlich an der Hälfte der Stellen vergessen. Seht es mir nach, wenn es dann ja, nicht ganz so gut zu verstehen ist, was ich hier gerade mache. Und das Buch ist neu, deswegen muss ich irgendwie versuchen, hier über das Mikro zu greifen, um es aufzuhalten. Das ist auch nochmal eine sehr schicke Zeichnung hier. Das ist aber... Ist das Tokala? Ich gucke jetzt mal, ob da nur Tokala dran...
Nee, Tobias Rhein, Babette Langer und Verena Biskup. Genau, das ist nämlich Verena Biskup, glaube ich, vom Stil her. Würde ich sagen, das ist nämlich nicht Tokalla. Okay, also es ist nicht nur von Tokalla illustriert, sondern von vier verschiedenen IllustratorInnen. Ich muss hier noch mein Setup überdenken mit dem Mikro und Blättern bei so einem kleinen Buch. Ich glaube, das geht bei den größeren gleich einfacher, weil das nicht so hoch liegen muss. Ja, schickes Buch, 160 Seiten, auch rappelvoll. Ich glaube, hinten groß war Kartzeit, doch gibt es ein paar, aber ja, nicht sehr viele. Wenn ich da näher drauf eingehen soll, sagt Bescheid, sonst würde ich jetzt einfach mal die nächsten Produkte durchgehen. Wie gesagt, da jetzt hoffentlich auch so, dass ich etwas besser drin blättern kann. Wir hatten noch das Heldenwerk, Magica Lucis. Da will ich jetzt gar nicht zu viel spoilern. Die Hintergründe, der Einstieg, Praios Dank, der Alabasterbruch, vor der Sonne verborgen, schuldig und Ausklang. Es hat lebendige Geschichte 2 von 4. Und hauptsächlich Gesellschaftstalente mit 3 von 4. Wobei das hier alles ein bisschen verrutscht ist. Irgendwie diese Diamanten da sind zwischen den Zeilen. Naja, solange es nur das ist. Schöne Karte mit dabei, schöne Bilder. Wie gehabt, 16 Seiten Heldenwerk-Format. Und es ist von, das ist auch wichtig, Martin Liebe. Und es geht um Alabaster. Die Grundlage für den Wohlstand Jilaskans. Also eine der südlichen Inseln da unten. Oder? Wo ist Jilaskan? Nein. Jilaskan ist von Maraskan. Ach ja. Seht ihr mal, wie gut ich mich hier in Aventurien auskenne. Also da die Insel, wenn es denn mal fokussieren würde. Da, die zweite Insel da unten unter Maraskan, die ist gemeint. Das also das Heldenwerk-Format, das Heldenwerk. Wir haben natürlich den aventurischen Boten dabei. Ein großer ist ins Licht gegangen. Ja, ich glaube, hier gehe ich jetzt nicht auf die Einzelheiten an. Den Boten könnt ihr euch ja kostenlos herunterladen. Hier sind noch die Rätsel das Rätsel vom Johannes mit drin. Das hat der Schelm auch in der Schelmschau natürlich schon gelöst. Werbung für den Katalogus Hektasphericum und Opfergang Tage der Leuen 2. Und dann gibt es noch die Meisterinformationen, die man sich nicht runterladen kann, aber das sind Meisterinformationen. Deswegen gehe ich da jetzt nicht drauf ein. Das wäre unfair. Engel sagt, zum größten Teil ist das eine andere Illustratorin. Der Stil ähnelt aber dem von Tokalla. Ja, also das eine Bild war definitiv von Verena Biskup. Also bin ich mir zumindest sehr sicher. Vielleicht sind dann auch von ihr mehrere davon. Will ich nicht durch die PDF der Bücher blättern? Sicherlich einfacher, als in den Büchern zu blättern. Ja, aber das mache ich ja mit den Vorab-PDFs schon in den Nachrichten. Ich finde es eigentlich jetzt mal ganz schön, auch mal in den physischen Büchern zu blättern. Es geht ja weniger darum, dass ihr jedes Wort ablesen könnt. Das für die Liste ist ja eh nicht so. Sondern einfach mal so den Eindruck zu bekommen, wie so das Buch aussieht, wie so die, ja, Haptik jetzt nicht, bekommt ihr nicht mit. Aber ja, wie es sich so in der Hand macht, wie es so aussieht, ja, mal so einen Eindruck zu bekommen. Zum Beispiel, wie schön das Divinarium gleich ist, wenn wir das auspacken. Ich glaube, das ist nochmal deutlich schicker, zumindest das, was ich schon gesehen habe, als im PDF. Genau, wir haben Kaiser Retos Waffenkammer, auch jetzt frisch erschienen im Dezember. Achso, der Bote frisch erschienen für die Nicht-Abonnenten. Die Abonnenten haben ihn ja schon. Das Raya Cavaliere Vademecum war ebenfalls frisch erschienen. Und Kaiser Retos Waffenkammer ebenfalls. Da habe ich jetzt gerade heute im Discord gelesen, der hat auf Seite 16 einen anderen Bart. Bin jetzt mal gespannt. Das müssen wir uns doch jetzt mal direkt angucken. Ne, nicht Seite 16. Ah, Seite
14. Tatsächlich. Ich halte ihn mal ganz nah ran. Das ist Kaiser Reto auf dem Cover. Oh, der Fokus hat es heute aber. Hallo. Aber man sieht, der Bart ist unten geschlossen. Also so ähnlich wie meiner. Und so sieht er auf Seite 14 aus. Da ist nämlich unten der Bart weg. Also nur so ein Kinnbart. Lustig. Wäre mir so nicht aufgefallen. Vielen Dank an... Ich habe leider vergessen, wer es im Discord geschrieben hatte. Ganz klare Fälschung. Genau, SIG. Oder SEQ. Captain Kidd meint, hast du bei Kaiser Reto's Waffenkammer auch so eine Art Falz auf einigen Seiten? Das hatte mal jemand, oder warst du das, im Discord gepostet? Wäre mir jetzt aber nicht aufgefallen. Ich hatte zumindest schon mal durchgeblättert. Nee. Also ich vermute, das passiert schon mal beim Druck, dass dann Blätter verrutschen und dann irgendwo eingeklemmt werden. Das betrifft dann in der Regel immer nur einige Papierbögen oder Druckbögen, so heißt es. Und ist kein generelles Problem bei so Büchern. Also wenn ihr sowas habt, dann habt ihr in der Regel immer ein Montagsprodukt. Aber da hilft Ulysses in der Regel ja auch dann problemlos aus, wenn man dann hinschreibt und sich das dann ersetzen lässt. Ja, genau, Engor hat es ganz frisch rezensiert. Also schaut mal rein. Ich habe es mir noch nicht durchgelesen, Engor. Ich weiß noch nicht, was du von dem Buch hältst. Aber ich werde es mir auf jeden Fall noch durchlesen. Und der Link zur Rezension kommt natürlich dann auch in die Produktlisten, ist ja klar. Genau, dann schauen wir doch mal gemeinsam rein. Also wir blättern jetzt auch nicht komplett durch. Dann sitzen wir morgen noch hier, wenn wir das bei allen Büchern machen. Aber mal so ein paar Eindrücke sammeln. Redaktion Nikolai Hoch und Stefan Pongratz. Okay. Fällt mir gerade erstmal auf, wer ist Stefan Pongratz? Kenne ich dich, Stefan? Wenn ja, dann sorry. Der Name sagt mir gerade nichts. Regelredaktion Niklas Hoch und Axel Spohr. Und dann haben wir Autorin Anni Dürr, Fred Eriksson, Tara Flink, Nikolai Hoch, David Lukassen, Lena Kalupner, Matthias Kalupner, Raphael Knob, Stefan Pongratz, Diana Raffurt, David Schmidt, Alex Spohr, Christoph Traut, Nina Wendelken und Kurt Wendt mit Ideen von Christian Nehling und Julian Hertel nach einer Idee von Evi Demirtel. Ja, und meines Wissens ist das so eine der ältesten Ideen von DESA 5 überhaupt, denn das Cover gab es ja schon mit oder kurz nach Erscheinen von der Beta von DESA 5. Irgendwie so um den Dreh auf jeden Fall. Also es hieß da schon, es kommt Kaiser Retos Waffenkammer dann natürlich auch für DESA 5. Ob das Konzept da schon das gleiche war? Ich meine aber, es war relativ früh schon auch gesagt worden, dass da spezielle und besondere Waffen rein sollen. Also durchaus möglich, dass sich das Konzept mit der Zeit gar nicht so geändert hat. Wobei es ja jetzt so ein Museumsführer geworden ist, vielleicht hat sich das tatsächlich noch geändert. Wenn irgendjemand von den Beteiligten hier mithört oder liest, klärt uns gerne mal auf. Ansonsten müssen wir das mal in einem der nächsten Fan-Talks oder so ansprechen. Ja, viele Innenillustrationen und Pläne sind natürlich mit dabei. Und ja, eigentlich müsste ich jetzt alle vorlesen, um fair zu sein, aber ich schenke mir das jetzt mal, weil sonst sitzen wir tatsächlich morgen noch hier. Ich wollte eigentlich eine kurze Sendung machen und einfach mal so eine Stunde oder so. Dann das Inhaltsverzeichnis. Das ist vielleicht sicher noch für einige interessant. Der Inhalt der Waffenkammer. Das Kaiserlich-Karätische Museum für Waffenkunde wird vorgestellt. Dann gibt es den Rundgang durch die Geschichte. Und ja, das geht dann auch bis zum Ende so. Und dann gibt es noch hinten einen kleinen Anhang, aber der ist dann auch relativ überschaubar. Ja, gar nicht so überschaubar. Es sind immer noch 32 Seiten. Mit den Waffentabellen nochmal. Ja, das kennt man, glaube ich, so der Aufbau von DSA 5. Dann der Aufbau der Beschreibung. Glaube ich jetzt auch nicht so neu. Und ja, dann wird das Kaiserlich-Karätische Museum für Waffenkunde vorgestellt. Wo liegt das überhaupt? Nämlich
Hier irgendwo. Ne, Goldstein, genau. Das ist, hier ist Gareth, hier ist Goldstein. Also ein paar Kilometer östlich von Gareth. In einer Kaiserpfalze Goldstein. So, und da ich jetzt nicht jeden Kommentar da klein vorlesen möchte, mache ich mir doch groß. Also SIQ, SIG, wie auch immer du heißt. Kannst ja gerne mal reinschreiben, wie man es ausspricht. Ich liebe die Print-Varianten, aber ich überlege seit ewig, ob ich mir das komplette Regelwerk als PDF kaufe für 150 Euro. SIG, okay. Mhm. Ja, das ist heutzutage ja durchaus eine Variante. Oder man steigt direkt mit Foundry ein, wenn man mit Foundry spielt. Ne? Auch da braucht man sich eigentlich gar kein Papier mehr zu kaufen. Ich bin ja dann doch eher der Sammler, deswegen ist natürlich Papier dann die Wahl. Wobei ich auch ganz froh bin, dann die PDFs zu haben. Wenn man mal was nachschlagen will, ist das doch deutlich angenehmer. Und natürlich auch für die Nachrichten zum Zeigen. Genau, dann hier der Rundgang durch die Geschichte. Das ist Alrik, der Museumsführer, der einen hier komplett durchführt. Und dann geht es mit der Gründung des Mittelreichs los. Hier haben wir dann auch Kaiser Rauls Reitersäbel als besondere Waffe. Die zweite Dämonenschlacht wird hier unten nochmal gefeatured. Der Eid auf den Zinn Bosporans, dann die Entstehung des Reiches, Unterzeichnung der Lex Zwergia, das Wort Trarix. Hallo Munix, grüß dich. Die Besiedlung Maraskans und des Bornlands und immer wieder diese Feature-Kästen, die dann auch nochmal näher auf die Details eingehen, sowie diese ja, Pergamentkästen, die dann auf die speziellen Waffen dann eingehen. Von Drachen, Straußen und Rüben. Das Reichsrichterschwert Guldebrand. Das Ende der klugen Kaiser, die Priesterkaiserzeit. Also es ist wirklich ein Geschichtsband. Ne? Also hier geht es auch um die Waffen. Ja, die Waffen werden immer erläutert mit dem Kasten. Dann natürlich auch mit dem Wertekasten und auch mit Waffenvorteilen und Nachteilen. Aber der Großteil des Textes ist Geschichte. Das heißt, wer nichts über oder zu wenig über das Mittelreich weiß und mehr über die Geschichte lernen möchte, der guckt da einfach mal rein. Der zweite Orkensturm und. Unabhängigkeitskrieg des lieblichen Feldes, Abfall der südlichen Provinzen, kaiserlose Zeiten. Das hatte übrigens, wenn ich mich richtig erinnere, der Nico mal als mögliche weiteren Epochenband genannt. Die kaiserlosen Zeiten. Könnte auch vielleicht durchaus interessant sein. Mit den Erbfolgekriegen, also das ist sicher ein Szenario, was nochmal interessant sein könnte mit so einer Beschreibung dann. Ich wollte gerade sagen, es ist zweimal das gleiche Bild, aber nein, es sind andere Schwerter. Ja, das ist so von vielen die Lieblingswaffe hier, komplett nutzlos, der Laternenschild. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie das Ding funktionieren soll. Oder wie lange diese Lampe oder Laterne brennen soll, wenn man im Kampf ist. Oder was man überhaupt davon hat, sich da so ein Ding hinzupacken. Ja, Rete von Gareth ist hier natürlich Thema mit dem Maraskan-Feldzug. Half von Gareth. So, dann kommen wir jetzt schon hier in die Neuzeit. Das ist jetzt quasi hier die Seiten. Das ist dann die Ära des Goldenen Kaisers. Dann haben wir 3000 Jahre, 1000 Jahre, nicht 3000 Jahre, Neues Reich, der zweite Zug der Ogas, kam mir so ein bisschen lang vor. Die Unabhängigkeit Traheliens, der Kohmkrieg, das sind ja jetzt alles Abenteuer, die man auch erleben kann. Der dritte Orkensturm, die Answin-Krise natürlich dabei. Dann der Reichstag zu Gareth. Borberat-Krise beginnt, also hier ist jetzt die Borberat-Kampagne, die sieben gezeichneten. Schlacht auf den Valusanischen Weiden und der Tod des Reichsbehüters, oh Spoiler. Und die dritte Dämonenschlacht, hier auch mit zweiseitigem Feature-Kasten, wer da auf den einzelnen Seiten gekämpft hat.
Es ist schon wirklich ausführlich. Also ich habe mir jetzt die Historia nicht daneben gelegt, könnte man eigentlich auch mal machen. Aber gefühlt ist das hier ausführlicher als das, was in der Historia steht. Natürlich deutlich reicher bebildert und natürlich mit Waffen versehen. Das ist jetzt natürlich die Frage, braucht man es oder braucht man es nicht. Aber ich finde eigentlich die Idee schon cool. Also nachdem ich, oder als ich das erste Mal davon gehört habe, dass es so umgesetzt wurde, dachte ich, ja, ist eigentlich auch mal eine interessante Idee. Zwar dann wieder was ganz anderes als das alte Kaiseretos Waffenkammer, was natürlich jeder geliebt hat damals. Ich glaube, das haben doch ist eines der bestverkauften DSA-Bücher aller Zeiten. Und ich glaube auch bei Fanpro der Renner, noch vor dem Lexikon, glaube ich. Lexikon ist da wohl auch sehr gut gelaufen. Und ich habe auch beide Bücher geliebt. Ja, und dann noch Regeln. Das ist jetzt eben dann für alle, die mit DSA 5 spielen. Der Teil davor ist natürlich eigentlich für alle interessant, die mit DSA spielen. Da hatte sich dann jemand beschwert, beklagt, dass hier die ganzen Tabellen nochmal alle wiederholt werden. Das heißt, alles, was wir hier haben, ist vorher schon mal drin gewesen. Ja, kann ich nachvollziehen. Ist dann schon eine Doppelung und auch über viele Seiten. Ist hier natürlich nochmal deutlich sortierter. Ja, auch die Bilder kommen alle hier nochmal vor, aber jetzt eben alle auf einmal. Es gibt sicher Argumente für beides. Also die einen sagen, die Seiten hätte ich nicht gebraucht oder hätte ich dann gar nicht zahlen wollen. Die anderen sagen, super, dass es so eine Übersicht dann nochmal gibt. Ja, wie ist eure Meinung? Schreibt es gerne mal in den Chat. Der Index sehr umfangreich. Ja, Kaiseretos Waffenkammer. Ich bin gespannt, was Ingo dazu sagt. Wie gesagt, ich lese nachher mal rein. In die Kamera gestoßen. Und ihr könnt ja auch nachher gerne mal reingucken. Engor oder wer auch immer dann im Chat ist, der kann auch gerne mal den Link dahin posten. Aber nicht während hier des Streams gucken. Oder trotzdem aufmerksam bleiben. Jo, dann gehen wir zur Winterwacht. Wo es hier schon mal liegt, das Kompendium der Winterwacht. Captain Kidd hat sich über die abschließende Übersicht gefreut, ja. Also es gibt beide Seiten. Und Engel mag den Band auch. Das ist ja auch schon mal gut. Genau, die Winterwacht. Ich habe hier die Box. Ich habe nicht alles, aber fast alles aus dem Crowdfunding. Ich habe natürlich das Compendium mitgenommen. Das war ja sogar im Crowdfunding noch mit 35 Euro, glaube ich, drin. Kostet jetzt 45, weil es auch 168 Seiten bekommen hat. Also es ist wirklich rappelvoll. Hier sind die ganzen Bonusziele drin. Und ja, da gucken wir jetzt mal rein. Es ist selbst vorne der Einband mit bedruckt mit Karten, nämlich einmal der Schule der Beherrschung zu Nersand und der Halle des Lebens. Das heißt, die hier drin beschriebenen Magierakademien, so heißt es, die sind hier auch nochmal bebildert. Genau, den Stream, den findet ihr hier auch auf YouTube. Wenn es, wenn ich dann durch bin, irgendwann in den nächsten Tagen, könnte dann allerdings auch nach Weihnachten werden. Ja. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwann nicht mehr bis zum Ende gucken könnt, könnt ihr euch den Rest da angucken, aber hier auch auf Twitch natürlich auch noch. Genau, die Redaktion hier hat Johannes Kaup, die Regelredaktion natürlich der Alex und AutorInnen sind dann auch diverse. Ich, wie gesagt, ich lese jetzt nicht alle vor. Das wäre jetzt unfair allen Innenillustratoren und PlanzeichnerInnen, die da auch noch mitstehen. Und das sind dann so viele. Das ist vor allem für mich hier relativ klein. Das wird, glaube ich, relativ anstrengend, die vorzulesen. Aber ich hoffe, ihr könnt hier so ein bisschen sehen, wer alles mitgemalt und mitgeschrieben hat, mitgezeichnet. Oh, da sind sicher auch eure Lieblinge mit dabei oder Leute, die ihr noch nicht kennt, die ihr vielleicht noch lieben lernt. Tengel findet die Doppelung auch nicht schlecht in Kaiseretos Waffenkammer. Ja, gut. Also haben wir jetzt hier schon zwei positive Stimmen, was das angeht. Das Inhaltsverzeichnis vom Kompendium der Winterwacht. Wir haben Kurzabenteuer und Abenteuerskizzen, nämlich das Dorf ohne Hoffnung, das Thief hieß mal, oder es hatte Nico oder Quatsch Johannes mal angekündigt, als das Dorf der Verdammten oder so. Das ist jetzt das Dorf der Hoffnung gewesen. Stand auch mit Dorf der Verdammten eine ganze Zeit lang in meiner Produktvorschau. Und da tut es das sogar immer noch. Ich habe vergessen, es zu löschen. Muss ich mal gucken. Zeichen der Vergänglichkeit mit 33 Seiten. Das ist also
doppeltes Heldenwerk. Das ist schon relativ lang. Dann Sehnsucht, Schuld und Sühne. Der Golem von Stabnica. Das Erbe der Turkewist. Und Perldrachen vor die Muttersäue. Das ist ja ein Abenteuer, was rausgekommen ist aus dem Abenteuer-Stream. Also der wurde ja während des Crowdfundings noch, ja, während des Crowdfundings wurde er noch, glaube zweiteilig, boah, das ist schon wieder so lange her, ich glaube in zwei Teilen gestreamt und da konnten dann auch alle, die im Chat waren, dann mitentscheiden, was da rein soll. Das war, Philipp hat da, glaube ich, mitgemacht, ne? Und muss ich gerade nochmal überlegen, wer war alles mit dabei? Nicht, dass ich jetzt was Falsches erzähle. Felix und im zweiten Stream Johannes. So war es. Okay, ja. Also Felix dann und im zweiten Stream Johannes. Und ich glaube, jetzt muss ich gerade überlegen, der Golem von Stabnica, nein. Eins von den Abenteuern ist doch so reingekommen und Perldrachen vor die Muttersäue war dann auf Wunsch der, des Chats dann noch zusätzlich dann. Ich glaube, so war es. Ja, auf jeden Fall ein oder zwei Abenteuer sind da entstanden. Das finde ich auch ganz lustig eigentlich, so als Entstehungsgeschichte. Dann haben wir noch Schauplätze und Akademiebeschreibungen mit Bornstein, Märchen am Rand des, der Wildnis, die Halle des Quecksilbers zu Festum, die Schule der Beherrschung zu Nersand, die Halle des Lebens zu Norburg, die Hohe Festumer Kriegerakademie, die Drachenreiterakademie zu Birkholt, die Bornländische Kriegerakademie zu Nersand, Silberkuppeln in Norburgs Rondra-Tempel, Uvenmaß, die lebende Stadt. Das ist noch ein Feature, das ist Uvenmaß vor der Regionalspielhilfe und Uvenmaß nach oder nach den Ereignissen der Regionalspielhilfe findet sich dann ja in der Regionalspielhilfe selber. Und die Erben von Haus Turlitz. Und dann gibt es noch diverse Kurzgeschichten, unter anderem Grimbarts Erwachen. Grimbart kennt ihr aus dem Zerbrochenen Rad bestimmt, wenn ihr es denn gelesen habt. Kommt nur Perldrachen aus dem Stream. Okay, gut. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass es da eins reingeschafft hat und man dann im Chat so lange drauf gepocht hat, dass noch mehr reinkommt, dass sich Felix hat breitschlagen lassen. Naja, genau, Dorf ohne Hoffnung, das sind jetzt Abenteuer, deswegen versuche ich hier mal relativ schnell durchzublättern, um keinen Plot zu spoilern, wenn ihr es denn noch spielen wollt. Also guckt lieber weg. Zeichen der Vergänglichkeit, das ist eben dieses relativ lange. Sammy. Ich weiß nicht, ob man sie gehört hat. Ja, da kommen schon mal Geister vor und Fluch. Das ist auch ein Bild, was im DSK-Crowdfunding, also Donnerbach, schleichender Verfall, so hieß es, eingesetzt wurde. Ist durchaus da auch passend gewesen. Sehnsucht, Schuld und Sühne. Der Golem von Stabnica von Kilian Lieb. Das hätte ich eigentlich noch von bei allem sagen können, von wem es ist. Ne? Das Erbe von Zirkwist von Dominik Ladek. Und Perldrachen vor die Muttersäue von Felix Pietsch natürlich dann plus Chat. Ja. Dann Bornstein, Märchen am Rande der Wildnis. Die Halle des Quecksilbers. Auch sehr ausführlich, muss man dazu sagen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut hier mit dem Blatt. Die Schule der Beherrschung. Personen. Szenarien. Die Halle des Lebens. Auch hier Rundgang. Personen, Leben. Die Halle. Ich finde ja immer noch, das ist doch Johannes, oder? Da hat auch Johannes Bild gestanden, so vom Gesicht her. Ich bin mir da ziemlich sicher.
dass das ein alter Ego von Johannes ist. Die hohe Festnummer Kavaliersakademie. Auch da mit Plan und bebildert. Drachenstreiterakademie zu Birkholt. Warum lese ich eigentlich das Inhaltsverzeichnis, wenn ich doch jetzt eh hier alles durchblätter? Ja, auch hier sehr schicke Pläne wieder. Von Steffen, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher, ob er alle gemacht hat. Deswegen will ich jetzt nichts Falsches erzählen. Oh, hört man, dass hier die Seiten noch zusammenkleben? Also sie kleben nicht, aber so am Rand. Ne? Ihr kennt das, wenn es so knistert, wenn sich die Seiten lösen. Aha, in Uvenmaß gibt es auch Erwachte. Oder Biestinger. Eins von beiden. Und dann reißt mir das Buch weg. So. Und nochmal ein sehr großer Plan von der Halle des Quecksilbers. Und hier der Tirtirtur-Tirpski, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Der Festtumer, die Wache halt. Hier auch wieder der Lack, das haben ja die DSA-5-Bände noch, die Regellosen haben das ja nicht mehr. Genau, dann haben wir jetzt hier die dicke Box, das ist dicker als die bisherigen. Habe ich eine schmale hier griffbereit? Nein, sonst hätte ich die mal daneben halten können. Aber es ist schon nochmal ein deutliches Stück dicker. Weiterhin auch der Magnetverschluss. Und dann haben wir da drin Würfel. Bornland-Würfel, Norbaden-Würfel mit Mokoscha. Wir haben das Landkartenset. Ich glaube, das packe ich jetzt aber nicht aus. Ne? Ich halte mal gerade ins Bild nochmal, was da drin ist. Detaillierte Karte des Bornlands in Überwalz in A2. Übersichtskarte der geografischen Region der Winterwacht in A3. Eine Ingame-Karte der Winterwacht in A3. Stadtplan von Festum in A3. Stadtpläne von Norburg, Nersand, Valusa in A4. Sowie Stadtpläne von Firun und Uvenmaß in A5. Ihr im Chat sagt aber, wenn ihr doch irgendwas sehen wollt. Aber ich lasse es erstmal drin. Auch hier die Spielpläne lassen wir erstmal drin. Ganz kurz, was da drin ist. Burgruine, verschneite Landmarke, bestelltes Feld, verlassenes Dorf, erwachter Wald. Dann haben wir das Crowdfunding-Pack. Das öffne ich jetzt aber mal. Hoffentlich ohne zu viel Geknister. Mein Plan mit einer Stunde geht nicht ganz auf, glaube ich. Allein schon das ganze Auspacken hier dauert länger. Aber gibt Schlimmeres, ne? So, wir haben das Deckblatt. Mehr ist es nicht. Kann ich das jetzt hier so hinlegen? Ja, es geht. Wir haben, boah. Hossa, das stinkt. Boah. Okay, das stinkt nach, wahrscheinlich der Druckerfarbe. Ist wahrscheinlich sehr schnell und druckfrisch eingepackt worden. Dann haben wir hier diverse Heldendokumente. Da kann man dann auch direkt mal eine ganze Abenteuergruppe mit ausstatten. Das sind immer so 4 Seiten, wie man es kennt. Dann eben mit Wappen. Wir haben verschiedene Meisterschirmeinleger, ein Glossar und das Erwachen, Wegstrecken und erwachte Tiere und dann die schicken Bilder vom Mysterienband, vom Heldenband, vom Kompendium, vom Regionalband. Geruch echt Bornlin, Chabert, Helwen, nein, Holwen, warum sage ich Helwen, Holwen, ist wirklich, ich würde tippen auf Druckerfarbe, also so ein öliger Geruch kam daraus. Dann haben wir hier noch das Wissen über das Erwachen des Landes, die Strenge des Winters, Informationen, das sind also Handouts dann. Deswegen hier sind noch Karten zu einzelnen Abenteuern.
oder zum Abenteuer Stränge des Winters. Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Das ist ja im Mysterienband drin. Und die Festumer Flagge Sonderausgabe. Das ist übrigens ein anderes Papier als der Bote. Also als der klassische aventurische Bote. Das ist mehr so eine Pappe hier. Also wirklich dickes Papier. Während der Bote ja dann doch eher dünner ist. Blättert sich auch ganz anders. Und ein neuer Marschall für das Land. Und das also zur Winterwacht, zum Winterwacht Crowdfunding Pack. So, jetzt ist die Kunst, das wieder in die Plastikfolie reinzubekommen. Ich sollte mir das hier nicht verkleben, dann wird es einfacher. Ach ja, das müsste man jetzt sehen, aber ihr verpasst nichts. Naja, es hätte schlimmer kommen können. Und vor allem für die, die jetzt Podcast hören, besonders spannend, lautes Geknister und sonst nichts. So, wir kommen jetzt zu den eigentlichen Bänden. Sind die Einleger jetzt eigentlich A4 statt Letter? Das schreibst du, wenn ich das wieder eingepackt habe. Aber ich meine, sie waren tatsächlich... Boah, ich hol's nochmal raus. Nur für dich. Das sieht eher nach Letter aus. Das ist Letterformat. Wahrscheinlich damit man es auch im Universal, also im alten Universal Spielleiterschirm einsetzen kann. Ist ja besser zu klein als zu groß. Andersrum wird es schwierig. Ja, jetzt passiert das, was ich vermeiden wollte, nämlich dass das Ding an dem Klebestreifen hier festklebt. So, schiebt das jetzt einfach da rein und Klebestreifen wieder lösen, zukleben und that war it. So, dann haben wir die Helden der Winterwacht mit schickem grünen Lesebändchen. Da sieht man's. Die Mysterien der Winterwacht. Und natürlich die Winterwacht selber. So. Die Box lasse ich mal liegen, dann habe ich es ja nochmal etwas erhöht. Das ist also hier der regelfreie Band aus der Winterwacht. Ja. Das mit dem Klebestreifen ist fies, ja, aber es geht eigentlich. Also wenn man den, man kann den ja hier oben dann, wenn man die Dinger aufmacht, hier so umkleben. Und dann hat man ja hier freie Bahn, ohne dass es die ganze Zeit verklebt. Das hatte ich nur eben vergessen. So, das mal als Trick 17, wie ich es immer mache. Dann haben wir hier die Winterwacht. Das war jetzt ein cooler Effekt, wie so der Bär aus dem weißen Nichts auftaucht. Ja, auch hier könnt ihr euch nochmal die Beteiligten ansehen. Ein kleiner Lifehack, ja. Und das Inhaltsverzeichnis. Wie immer der Aufbau, erst kurz ein Überblick über die Region, dann Land und Leute, Kultur und Wissenschaft,
Handel und Wandel, Götter und Dämonen, Zauberer und Hexenwerk, Rang und Namen und Mythos und Historie. Da hat der Ingo in seiner Rezension ja schon angemerkt, dass das Kapitel Mythos und Historie eigentlich für ihn hier an Stelle 2 gehört, weil hier wohl relativ viele Begriffe auftauchen, die hier erst erklärt werden. Und wenn man das hier zum ersten Mal liest, ja, Nico und Co. oder Johannes sagen immer, das ist kein Buch, was man vorne nach hinten durchlesen soll. Aber ganz ehrlich, wer sich das Buch zum ersten Mal kauft, der liest es natürlich von vorne nach hinten erstmal durch. Die wenigsten kaufen sich das, lesen es nicht, sondern gucken sich dann nur einzelne Stellen an. Und selbst dann ist ja die Frage, versteht man, was da steht, oder braucht man noch Hintergrundwissen hier raus. Aber es hat ihm trotzdem gefallen. Du kannst mir jetzt berichtigen, Ingo, wenn du noch da bist. Karten- und Tabellenübersicht. Die hatte ich mir tatsächlich bei den Flusslanden gewünscht. Da ist die nämlich weggefallen und ich hatte dann hingeschrieben, wäre doch schön, wenn die wieder reinkommt. Die hatte ich nämlich vorher ganz hilfreich gefunden. Vorwort, dann die großen neuen Kapitelstarter, die jetzt über eine Dreiviertelseite gehen. Dann drunter dann wieder so ein kleiner Ingame-Text, also Überschrift und Ingame-Text. Das neue Design hier mit diesen Kästen, die deutlich variabler sind, als das die Pergamentkästen vorher waren. Medienhinweise, Geografie, also die Inhalte, die sind ja von den reinen Kapiteln her mehr oder weniger identisch über alle Regionalspielhilfen, auch mit den alten. Hier ist jetzt einfach eine neue Zusammenstellung. Hier ist so die Region, ja, die Regionkarte, das ist ja weniger eine politische, auch politisch wurde immer mal wieder gefordert. Aber da sagt Ulysses ja, wenn es eine politische Karte wäre, dann wäre das einfach nur bunt, weil das wird dann aussehen wie wahrscheinlich Deutschland irgendwo vom 18. oder 19. Jahrhundert, also oder vielleicht sogar noch 200, 300 Jahre vorher, also wirklich in Kleinstregionen zerbröckelt und wahrscheinlich sogar noch kleiner, weil hier jeder Hof dann ein eigener Staat ist. Ja, vielleicht ist das auch ein Manga, da liest man von hinten nach vorne. Ja, wenn ja, das kann natürlich sein. Wir können es ja mal einfach von hinten anfangen zu blättern. Flora und Fauna, Klima und Wetter, Weg und Steg. Ja, das sind so alles die bekannten Kapitel. Wie reist man, dann Land und Leute. Auch mit dem bekannten Bild hier von DSA 4. Dann die Beschreibung der einzelnen Regionen, das Festenland, die Mark, der Bornwald, Severin oder wie Kai sagt, Severien. Ich bin mir nicht ganz sicher, was richtig ist. Die bornischen Sümpfe, das Überwals und die Wahlberge, der grüne Wall, der jetzt hier neu eingeführt wird. Auch sehr coole Bebilderung. Städte und Dörfer der Winterwacht mit Alinsburg, Baldrum, Birkholt. Ich lese jetzt nicht alle Orte hier vor. Ihr seht ja, was drin ist, wenn ihr nicht gerade einen Podcast hört. Sonst hört ihr, wie ich blätter. Das ist aber auch ganz schön. Firun ist hier etwas größer gefeatured. Auch nochmal mit einem Stadtplan. Nersand. Der letzte Hafen. Auch mit Karte. Norburg. Ebenfalls größer. Mit Karte und mit der Rondra-Statue. Die übrigens auch in Aventuria auftaucht, auf einer Karte. Uvenmaß, die grüne Schwelle, auch hier mit Karte. Und dann nochmal mit einer coolen Draufsicht. Das ist echt schick geworden, ja. Können wir jetzt mal abgleichen, wie deckungsgleich das ist. Aber hier, das erkennt man schon mal. Hier, ja. Passt schon. Dann haben wir natürlich noch Valusa statt des Feuers, die ja nur noch gar nicht mehr so direkt zum Bornland gehört. Das ist ja so ein bisschen die Grenze Bornland zu Tobrien dann da unten. Auch mit Karte. Und dann Kultur und Wissenschaft. Da ist das Bild vom Compendium nochmal eingesetzt worden. Sitten und Gebräuche, Sprache und Schrift. Wie heißt du? Namensgebung, Redensart und Aberglaube, Zeitrechnung und Jahreslauf, Gesellschaft und Stände. Das Bronjarentum, die Adelsversammlung, also so die Besonderheiten, die großen Bronjarenhäuser. Das Bild war auch vorher schon mal gezeigt worden.
Das wird auch von Christoph Krubelski sein. Der hat ja diesen Stil, der so ins, ja, Realistische geht. Oder ich vergleiche es mal so ein bisschen wie, wie so moderne Computerspiele aussehen. Ne? Also so ein realistischer, sehr realistischer Ton, aber immer noch so ein bisschen, ich weiß es nicht, wie man es beschreibt. Aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. Kleidung und Tracht, Kampfkunst und Kriegsführung, Waffen, Rüstungen, Essen, Trinken, Handwerk, Technik, Spiel, Sport, Kunst, Musik, Freiheit und Knechtschaft, die Leibeigenschaften bauen, dann muss natürlich auch nochmal ausführlich hier behandelt werden. Gut, so ausführlich ist es dann aber auch nicht. Handel und Wandel, Währung, Zahlungsrechner, Maßgewichte, Handel, Dienstleistung, Recht, Gesetz, das sind auch so die Klassiker. Steuern, Zölle und dann kommt Götter und Dämonen. Das ist hier vom Grünen Zug das Titelbild. Glaube in der Winterwacht. Jetzt muss ich langsam aufpassen, dass mir das Buch nicht wieder runterfällt. So viele Seiten gibt es nicht mehr. Oder ich ans Kabel komme und an der Kamera wackel. Zauberer und Hexenwerk, das ist Nagrachs Quelle. Quelle des Nagrach, so hieß das Abenteuer. Was ja ein Beta-Abenteuer von DSA 5 war und dann nachher auch nochmal überarbeitet rauskam. Zauberer im Alltag, magische Traditionen. Magierakademien des Bornlands. Ja, so komme ich immer wieder ans Kabel. Die dann ja im Kompendium nochmal ausführlicher beschrieben werden. Dann kommt es zum Erwachen. Was ist das Erwachen? Und dann kommen Rang und Namen. Natürlich Artiam von Saldakheim, der neue Marschall des Bornlandes. Ja, jemand Kariba ist mit dabei. Zelda von Ilmenstein, Juche von Dalentin und Persanzig. Loidara ist mit dabei. Und Nadiesha. Verschiedene durchaus Namen, die man schon mal gehört hat. Juche von Elkin. Elkmann Timski, so heißt er. Den hatten wir ja eben schon. Genau, und dann Mythos und Historie. Das ist das blaue Buch hier als Titelstarter. Mit der Geschichte des Bauernlands erstmal als Tabelle und dann nochmal ausformuliert. Und dann hinten noch ein Index. Und das Ganze dann auf 128 Seiten. Das also der Hauptband. Ich lege ihn direkt mal wieder in die Kiste rein. Wir haben die Helden der Winterwacht. Ja, ich glaube, ich höre jetzt auf, so ganz ausführlich alles durchzublättern, sonst wird es wirklich 2 Stunden lang. Das hatte ich jetzt eigentlich nicht geplant. Und wir haben ja noch das Divinarium. Da wollen wir ja noch genauer reingucken. Also die Helden der Winterwacht hat eben Helden der Winterwacht, Regeln der Winterwacht und Rüstkammer der Winterwacht. Das ist nicht mehr der Regen der Winterwacht, wie es noch im ersten PDF stand. Aber dafür gibt es ja dann die Bäcker, die nochmal drauf gucken. Genau, Helden der Winterwacht sind eben dann verschiedene Professionen. Was halt alles so ins Bornland passt. Dann gibt es Regelergänzungen. Das ist das frühere Glaube, Macht und Heldenmut im Wesentlichen. Und dann gibt es hinten noch den Teil aus der Rüstkammer, aus der regionalen Waffenrüstungen, Kaleschka und besondere Gegenstände und so weiter und so fort. Genau. Das also die Helden der Winterwacht. Und dann die Mysterien. Das ist ja nochmal interessanter, allerdings gleichzeitig auch Spoiler. Spoiler, Spoiler. Ich werde versuchen, nicht zu viel mündlich zu spoilern. Das heißt, ihr könnt weggucken. Auch hier nochmal die Autorinnen und die Illustratorinnen und Planzeichnerinnen. Achso, das steht dann, okay, Autorinnen und unten steht nur Innenillustration und Pläne. Also gar nicht mehr Illustratorinnen und Planzeichnerinnen. So, Mysteria und Arcana nimmt etwa 20 Seiten ein, Flora und Fauna haben wir, Abenteuer in der Winterwacht, die Strenge des Winters ist dann das Abenteuer, was dann die
zweite Hälfte etwa des Bandes in Anspruch nimmt. Und wir sind tatsächlich hier bei über 100 Seiten gelandet am Ende. Das war mal anders geplant. Es waren 80 und 92, glaube ich, geplant. Deswegen sind die Bücher jetzt dann ja auch etwas teurer geworden. Die kosten jetzt beide 30 Euro. Ja, Mysteria und Arcana möchte ich jetzt auch nicht zu viel spoilern. Deswegen blätter ich hier auch mal drüber. Wer wissen will, wie es inhaltlich ist, kann beim Ingo mal reingucken. Er hat es noch nicht rezensiert, aber kommt sicher bald, oder? Ne, Mysterien hast du noch nicht, ne? Die kommen noch. Ja, und die Stränge des Winters. Das Land und der Magier. Von Fred Eriksson mit Ideen von Julian Hertel. Vielen Dank. Und Dank an Katja Reinwald und Julian. Ich muss näher ran. Mariolas. Okay. Hast du schon, Ingor? Okay, also die Mysterien hat er natürlich auch schon rezensiert. Ah, dann war die Mysterien auch eine 5 von 6, ne? Glaubt der Hauptband und dann war das Mysterien. Ja. Interessanterweise steht es hier keine Einschätzung. Ist ja ein Abenteuer drin. Na, dann könnte hier eigentlich auch der Kasten sein. Fehlt er da absichtlich? Man weiß es nicht. Vielleicht wurde er auch vergessen. So, alles wieder rein. Auch das alles wieder rein. Passt eigentlich das Kompendium rein, wenn ich die Würfel rauslasse? Ne, dann geht es wahrscheinlich nicht mehr zu, ne? Na doch, geht. Aber das ist ja knappe Messer. Und dann fliegen die Würfel nachher rum. Mach mal lieber nicht. Bin sowieso da sehr zwiegespalten. Also ja, diese Boxen sind schick, aber eigentlich macht schon Sinn, die Bücher im Regal stehen zu haben. 4 von 6. Okay. Ach ja, 5 von 6, wenn man nur das Abenteuer spielen will. So war es doch, ne? Ja, genau. Jetzt, wo du es sagst, kommt es mir doch wieder in Erinnerung. Habe ich doch gelesen. Zumindest quer gelesen. Dann, ja komm, machen wir mal mit dem Krache heute weiter mit dem Divinarium. Da muss noch das Papier weg. Und da ist das schöne Stück. Ist das nicht schön? Jetzt habe ich eine Seite überblättert. Redaktion Zoe Adamitz. Das Inhaltsverzeichnis. Segen, Liturgien, Zeremonien, heilige Gesten und Gebete, Geweihtentraditionen, Götterwirken nach Aspekt und Tradition, Werte der herbeigerufenen Kreaturen, Tiergestalten und ein Anhang. Ein Vorwort. Gut, hier wird nochmal erklärt, wie DSA 5 aufgebaut ist. Ich glaube, wir haben es verstanden. Und dann geht es los mit Segen. Das ist relativ kurz gehalten, also immer so ein kleiner Abschnitt pro Segen. Mit dem schicken Bild, das kennen wir schon. Und dann kommen die Liturgien. Also so, ich sag mal, das der Hauptteil des Bandes. Die Angriffslust. Angriffswelle, Auge des Jägers. Wir gehen jetzt auch hier nicht auf alle ein, aber ich blätter einfach mal hier am Anfang ein bisschen durch und dann gleich etwas weiter. Der Bannstrahl. Alles wie immer schön von Katharina Nico oder Tokala illustriert. Also Aka Tokala. Befehl des Schamanen. Die Besänftigung hier dann mal mit einem kleineren Bild. Da sind dann auch die freien Seiten irgendwann ausgegangen bei so einem dicken Band. Ja, das ist doch mit am Ende 464 Seiten, zumindest nummerierten Seiten. Ah,
ein extrem schickes Buch geworden. Weihe des Heims, die Selbstopferung. Fällt gerade auf, was hier vielleicht sogar noch gegangen wäre, wären so Göttersymbole, ne? Dass man auf den ersten Blick hier sieht, die Götter, die Geweihten welcher Götter diese Liturgien anwenden können. Aber gut, irgendwas findet man ja immer noch. Boah, das liegt auch so schön schwer da, ne? Es bleibt einfach so liegen. Das ist auch ein sehr schickes Bild, Eisbärengestalt. Coole Farbkombi. Da waren nochmal sehr schicke Bilder. Sicht in der Dunkelheit. Und das hatte ich, glaube ich, dann habe ich mal für die Nachrichten als Titelbild gewählt. Hier der Schutzsegen. Hoftag der Sprachen. Ist es nicht schön? Oh, ich finde es schön. Holven meint Engors Angmar Streber. Danke. Ja, die Rezensionen vom Engor seien euch anempfohlen. Er macht das seit über 10 Jahren jetzt. Der Mann hat Übung und Ahnung. Hinten also dann die Tabellen, sodass man dann auch nach Tradition und so weiter sortiert suchen kann. Oh, hier auch nochmal. Sehr gut, ein Schruf. Wozu gehört das? Zu nichts Speziellem, glaube ich, ne? Ne. Achso, ist das eigentlich geändert worden hier, dass hier steht. Ich muss mal gerade was gucken. Ich hatte das nicht angemerkt, aber vielleicht hat das jemand anders. Nee. Also, hier steht immer noch Delfin, Delfingestalt, Eidechse, Eidechsengestalt. Ja. Nichts Schlimmes, aber die Doppelung hätte ich jetzt nicht gebraucht. Das Divinarium. Nochmal kurz zurück zur Winterwacht. Wir haben natürlich noch das Mokosha Vademecum, das Brevier der emsigen Sippe. Auch hier wird es schwer, das Papier abzubekommen, ohne es kaputt zu machen. Sagen wir mal, es wird unmöglich. Also reißen wir es ab. Cooles Cover. Und das sieht man hier auch, glaube ich, nicht ganz so gut. Das ist knalliges Orange. Oh, auch sehr schick. Von Michael Mohr, Diana Raffoth, Klaas Rothgess und Lisa Schaude. Viel Grüße an euch. Vom Wesen der großen Biene, Geschichten und Offenbarungen, die Gemeinschaft des Bienenvolks, des Bienenstocks, der Flug der Biene, Bestäubung des Glaubens, Freunde Mokoschas, Mokoscha-Gefilde und Güter, Mokoschas Getier und Gesträuch, Gesumm, Gebrumm und Geschwür, Mokoscha-gefällige Riten und Anregungen zur Ausgestaltung. Auch hier natürlich hinten mit Tabellen. Mit ein paar Bildern bebildert. Von Tokalla wahrscheinlich in dem Fall jetzt aber wieder. Ich gucke aber lieber nach. Ja, das ist alles Tokalla. Auch sehr schick. Und das war der Vademecum des Widderordens.
Das ist wirklich, ja, hat so eine Steinoptik. Da hat der Johannes mal gesagt, das sei eigentlich gar nicht so beabsichtigt gewesen, aber im Endeffekt passt es doch eigentlich ganz gut zu dem Buch. Tengel meint, die erste Stunde ist um. Wie viele werden es wohl? Mein Tipp: 169 Minuten. Na, wir gucken mal. Ich habe ja auch ein paar Minuten zu spät angefangen. Aber das hast du schon berechnet, ne? Verdammt. Aber länger als 10 werde ich nicht machen. Ich habe aber auch nicht mehr so viel hier. Und ja gut, Crowdfunding wollten wir dann vielleicht nochmal reingucken, wenn ihr Lust dazu habt. Aber ich habe es ja da stehen, ne? Ich muss eigentlich. Hier haben wir eine aventurische Spielhilfe zum göttergefälligen Orden vom starken Widder zur Befriedung und Erkundung der wilden Wahlgebirge. Von Raphael Knob, Felix Pietsch und David Schmidt. Mit Dank an Johanna Knob, Mila Fenzel, Leni Pietsch und Matthias Kalupner. Zum Geleit, Mission des Ordens, Geschichte des Ordens, Aufbau und Struktur des Ordens, der Widderorden im Einsatz, Ordenszeremoniell, der Orden und andere Gemeinschaften. Der hat es heute nicht so mit dem Fokus hier. Zum Abschied, Anregungen zur Ausgestaltung des Mitglieds, eines Mitglieds des Widderordens und Vakatseiten. Ja. Ich brauche keine Vakatseiten, aber gut. Das ist auch gut. Hier mögst du von eigener Hand ergänzen. Auf der nächsten Seite beginnen die Vakatseiten. Auch hier Bebilderung durch Katharina Nico und Babette Langer. Also auch hier nicht Katharina Nico alleine. Das ist dann mehr so dieses Kupferstich, das könnte dann Babette sein. Ja, das ist, würde ich sagen, auch nicht Tokala. Nee, das ist nicht Tokala. Das ist Babette dann. Jo. Dann haben wir das. Dann wagen wir einen kurzen Ausflug ins Reich der Königin, die schwarze Katze. Ist nach einer Idee von Philipp Baas, Nadine Schäkel und Jens Ulrich. Das betrifft aber die schwarze Katze insgesamt. Und der Text hier ist Matthias Willems und Philipp Baas. Und ja, wie immer ist das ein sehr cool bebildertes Buch. Das ist eine Spielhilfe zu Nirians Burg, die auf einigen Seiten hier beschrieben wird, die Stadt. Regelerweiterung, Kreaturen, Nirians Burgs Geheimnisse und dann das Abenteuer im Reich der Königin ab Seite 30. Und das ist tatsächlich ein Horror-Setting. Ein Reisverwachter, erster Überblick. So sieht das aus Sicht einer Katze aus, das Dorf. Katzen von Helsing, sagt Ingo, ja. Ein Stream mit mir kann nicht zu Ende sein, bevor uns eine Excel-Tabelle gezeigt wurde. Ich kann nachher nochmal die zum Halt Crowdfunding zeigen. Das kriegen wir schon hin. Aber ich habe definitiv schon Streams ohne Excel-Tabelle gehabt. Dann haben wir Burg Niriansee, die wichtigsten Persönlichkeiten. Wir haben Regelerweiterungen. Ja, das ist hier so der Katzen von Helsing. Auch mit diversen Waffen und Prothesen. Und dann die Kreaturen. Hier sieht man schon, das wird vampirig. Vampire, Geister und Zombies. Und tote Katzendiener, Hunde, Ghule. Der sieht auch geil aus. Boah. Ja, so stellt man sich doch einen Hundeghule vor. Lebende Puppen. Dann die Geheimnisse Niriansburgs, Niriansee und dann im Reich der Königin das Abenteuer. Da spoilere ich jetzt mal nicht zu viel. Da blättern wir mal relativ schnell durch. Auch hier ist bis in den Einband hinten bedruckt. Kampffertigkeiten 4 von 5. Gesellschaftsfertigkeiten 4 von 5. Geistfertigkeiten 1 von 5. Handwerksfertigkeiten gar keine. Körperfertigkeiten 2 von 3.
Ja, auf jeden Fall auch sehr schick. Ich mag die schwarze Katze. Was nicht nur daran liegt, dass ich Katzen mag. Dann haben wir hier eine Miniatur. Es ist Helmer Fax. Ja, ich finde die einfach cool, die neuen Minis. Das ist noch das alte Resin, was noch relativ bruchanfällig sein soll oder ist. Das soll ja dann demnächst ersetzt werden durch ein Resin, was man so Michael durch den Raum werfen kann, ohne dass es bricht. Wir sind gespannt. Wie kriege ich den jetzt hier rein, ohne dass er mir bricht? Jetzt hat er hier ein Brett vorm Kopf. Und wir haben noch mehr Minis. Wir haben nämlich die blutigen Prügler. Das kommt dann hier in so einer Box. Die hole ich jetzt nicht alle raus, aber hier haben wir die ganzen blutigen Prügler drin. Die sehen auch schon sehr gewalttätig aus. Wir haben hier den Hauptmann. Ja, komm, den holen wir raus. Ja, die Oper ist nicht zu Ende, bevor die dicke Frau gesungen hat, ich weiß. So. Ja, das sollte ich nicht machen. Ich glaube, es ist nichts abgebrochen. Nicht mal der Finger. Vielleicht da oben an der Hutkrempe, aber selbst das ist noch dran. Glück gehabt. Ich dachte gerade, ich habe mir direkt schon zerstört. Hier der Räuberhauptmann. Den da! Schnappt ihn euch! Und natürlich Alrik immer da. Es bricht erst, wenn es an der Wand landet. Das ist richtig. Ja, solange es fliegt, geht auch nichts kaputt. Ja, aber ich habe schon so verstanden, dass es auch an der Wand landen kann, ohne zu brechen. Kann er den Flügelhelm tragen oder kann er den Flügelhelm tragen? Unser Alrik. Das ist doch mal eine coole Miniatur. Den wird es übrigens auch solo geben. Ab Februar kann man den auch im F-Shop solo erwerben. Die STL dann auch entsprechend natürlich. Und es gibt dazu noch dieses DIN A5 Heftchen. Das ist wohl übrigens etwas dünner als die zukünftigen. Da soll auch etwas mehr Text drin sein. Da wurde mir versichert. Da sind also hier vorne nochmal die Charaktere aufgeführt. Dann, was sind epische Begegnungen? Kurzer Hintergrund. Das Abenteuer in Anführungszeichen. Das ist nämlich dann das Abenteuer. Das erinnert so ein bisschen an Aventuria von der Länge her. Das Abenteuer, der Kampf und dann die Belohnung. Da kann man ganze zwei Abenteuerpunkte einheimsen. Und hinten nochmal die Werte der blutigen Prügler. Das ist dann quasi der Beileger. Wie gesagt, es soll für die kommenden Sets, das war jetzt hier der Auftakt für Wellen von Wert aus dem aventurischen Boten
Also aus dem Heldenwerk 50 zum Aventurischen Boten 221 müsste das gewesen sein. Und ab jetzt startet das ja mit einer monatlichen Reihe. Und jetzt freuen sich wieder alle, die hier als Podcast zuhören und auf die Ohren bekommen. Naja, das ging schon besser zu. Dann haben wir noch Göttersplitter und am Ende haben wir noch Abenteuer in Aventurien. Und dann, bei einem Crit bricht die Wand, ja. Und dann haben wir am Ende noch die Crowdfundings, da gehen wir dann nochmal im Schnellverfahren drauf ein. Die habe ich ja in den Nachrichten eigentlich auch schon gemacht, wobei Dragonbane natürlich noch nicht final. Göttersplitter ist die Anthologie vom KRK 2022 mit 3 Abenteuern und einer Rahmenhandlung. Genau, ihr habt vielleicht die Zusammenkunft gesehen. Da ging es ja um Amazaroth und Nandus unter anderem. Schaut es euch sonst gerne auf YouTube nochmal an. Da das jetzt ein Abenteuer ist, blättern wir jetzt hier auch nicht alles durch. Also ein Schnelleindruck, vielleicht so ein paar optische Eindrücke sammeln, was da vielleicht passieren könnte. Schwarzes Auge habe ich da gesehen. Aha. Ich verrate aber nicht, in welchem Abenteuer. Naja. Lebendige Geschichte, 4 von 4. So muss das doch aussehen. Und dann Abenteuer in Aventurien. Ihr konntet es schon im Einsatz sehen im Ulysses-Stream vorletzte Woche Dienstag, meine ich, nach dem Redax Insight, irgendwie sowas. Bin mir tatsächlich gar nicht mehr sicher. Von Christian Lonsing, der ja auch Aventuria aktuell macht. Nicht erfunden hat, aber aktuell macht. Und ja. Eine Sache ist noch übersehen worden, beziehungsweise ich bin mir ziemlich sicher, ich habe die gemeldet, aber vielleicht findet ja jemand den Bug. Ist aber nicht schlimm, es ist nicht spielrelevant. Aber schreibt mir gerne mal, wenn ihr es gefunden habt. Und wer steht denn hier? Tada! Ja, ich habe es mal wieder in ein Ulysses-Produkt geschafft. Das ist auch schon die Anleitung. Auf der ersten Seite wird erklärt, was Spielmaterial ist, dann Vorbereitung, eine halbe Seite oder zwei Drittel Seite, der Spielablauf auf einer ein Drittel Seite, Spielende, wer 9 Punkte hat, gewinnt. Und das Impressum. Und das Ganze nochmal in Englisch oder auf Englisch. Und dann gibt es noch eine Übersetzung, deutsches Abenteuer, englisches Abenteuer. Und dann die Übersicht der einzelnen Abenteuer nochmal mit einer Kurzbeschreibung, was passiert denn da. Das allerdings nur auf Deutsch. Das ist auch schon alles an Regeln. Also es ist wirklich nicht komplex. Ich werde es auf jeden Fall am Sonntag, also Heiligabend, mit zur Familie nehmen und dann mal ausprobieren, wie sich das spielt. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Wer hat es denn auch bestellt und wer hat es schon getestet? Schreibt es gerne mal in den Chat. Tengel kommt eine Szenario-Idee. Ein Kampf der Flügelhelmträger Alrik gegen den Blender. Würde ihn ja als halt passen. Du kannst es ja mal als Pitch einreichen. Das ist der Spielplan. Aventurien unterteilt in seine Region. Und das sind die Miepel und einmal schwarze Augen und die 4 Helden-Miepel. Also man kann es mit 2 bis 4 Spielern spielen. Ein Spieler macht wenig Sinn. Und das ist der Würfel. Der ist so ein blauer Glitzer mit goldenen Punkten. Ah, da kann man sogar erkennen, ne? Ja, so ein Glitzerwürfel. Und das Besondere ist 1, 2, 3, 4, 2, 3. Also eine 1, eine 4, 2 Zweien und 2 Dreien hat dieser Würfel. Was einfach daran liegt, wenn man die ganze Zeit Sechsen würfeln würde, dann wird man ja, viel zu schnell von Nord nach Süd kommen. Es sind 2 Kartenpacks dabei mit insgesamt 120 Karten, also 2x60 Karten. Mit den Heldenkarten, mit den Abenteuerkarten
Und mit den Regionskarten ist auch alles glatt, da ist nichts krumm und schief. Ja, so ein bisschen hier in sich gebogen sind sie, aber es ist alles im Rahmen. Ich denke, ich werde die auch sleeven, wenn ich dran denke und die Zeit habe, bevor ich die zum Spiel einsetze. Hüllen sollte ich noch genug hier haben. Mal hier den albernischen Ritter. Mit einer Illustration von Tia Rambaran. Und es gibt hier tatsächlich auch so einen Organizer. Sogar mit Griffmullen. Das ist schon ja, besser als zum Beispiel bei den Aventurier-Boxen war. Das lässt natürlich hoffen auf kommende Aventurier-Box. Holven hat sich nicht damit beschäftigt, war zu unaventurisch am Anfang und dann ging es ziemlich an mir vorbei. Will noch den Stream nachschauen, wenn es klappt. Ja, genau. Schau dir mal den Stream an bei Ulysses. Da soll aber auch noch ein Video folgen auf YouTube, wo dann kurz und knapp erklärt wird. Der Stream war ja irgendwie 2,5 Stunden bei einem Halbstundenspiel. Die haben mehr erzählt als gespielt. Da soll also nochmal ein kurz, knappes Video kommen, wie die Regeln sind. Und ich habe eigentlich recht guten Eindruck. Ja, es ist casual, aber so für zwischendurch ist das sicher ganz cool. Und kostet 24,95 im F-Shop. Gibt es aber natürlich auch, da es ein Spiel ist, im freien Laden, im freien Handel. Und da dann sicher auch durchaus mal bei Rabatt, zum Beispiel bei Thalia und Bücher.de und Amazon und wie sie alle heißen, ohne jetzt für irgendeinen speziellen Werbung zu machen. Oder auch im Spielwarenfachhandel oder Spielefachhandel könntet ihr Glück haben. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wer das alles bestellt hat. Oder wie weit sich das verbreitet. So, das war der Stapel. Jetzt wollt ihr sicher noch kurz in die Crowdfundings gucken. Ich höre kein Ja, aber ich denke es mir. Es würde mich auch wundern, wenn ich eins hören würde, ehrlich gesagt. So. Dann muss ich jetzt hier mal gerade ein bisschen umdisponieren. Browser. Kurz austauschen. Cookies. Und wir stellen hier auf Browser. Es klappt. Sehr schön. Ja, wir haben also hier das Crowdfunding, die Ära des Goldenen Kaisers mit dem ja jetzt wahrscheinlich finalen Ergebnis von 1134 Unterstützern. 248.883 Euro sind zusammengekommen vom Finanzierungsziel von 30.000 Euro. 21 Bonusziele erreicht. Ja, da steht 22, ich zähle aber die Finanzierung nicht mit. Das mache ich auch in meiner Excel-Tabelle nicht. Das finde ich immer etwas blödsinnig, wenn man sagt, das erste Ziel ist die Finanzierung. Weil ich will ja wissen, was dazu kommt. Von der Finanzierung gehe ich ja so aus. Ja, wir gehen noch mal im Schnellverfahren drüber, was es alles gab. Es gab den Epochenband. Das ist auch wieder ein regelfreier Epochenband mit 128 Seiten im Hardcover, die Ära des Goldenen Kaisers. Die Limited Edition für 60 Euro mit dem gleichen Inhalt. Es gibt den Mysterien der Goldenen Kaiserzeit mit 96 Seiten Hardcover. Vorne auf dem Cover beschwört Galotta gerade einen Zand mitten im Thronraum. Wir haben das Kompendium der Goldenen Kaiserzeit. 45 Euro dürfte also auch die 160 Seiten voll gemacht haben, vielleicht sogar auch auf 168. Aber es wurden zumindest alle Ziele erreicht. Die Verschwörung von Gareth ist keine Neuauflage vom DSA-1-Klassiker, sondern eine Neuinterpretation. Das heißt, der Plot wurde genommen, aber ein komplett neues Abenteuer damit geschrieben. Auch auf 128 Seiten im Hardcover. Ja, genau, das heißt, das ist dann ein ziemlich pralles Buch. Und hat dann deutlich mehr Umfang als auch der DSA-1-Band. Und natürlich Vollfarbe bebildert. Wir haben das Meisterset dazu zur Verschwörung von Gareth für 20 Euro.
Wir haben ein Landkartenset mit historischen Karten, also historisch heißt zur Altzeit. Wir haben ein Spielplanset, ein passendes, die Box, das Heldenbrevier. Wir haben Sphärenklang-CD, wir haben Acrylmarker, einmal zum Epochenband und einmal zum Abenteuer, also zum Mysterienband. Wir haben das Notizbuch, das ist auch eines der wenigen Sachen, wie vielleicht auch die Box, die eventuell nachher nicht mehr im F-Shop zu kaufen sein werden. Das heißt, wer die jetzt beim Crowdfunding nicht geholt hat, der muss dann hoffen, dass es noch in der Schatzkammer bekommt. Im F-Shop wahrscheinlich nicht. Die Kaiserhall Mini in klein und groß ist mit dabei. Und die Kaiserhall-Statue von Kraken. Meines Wissens war die auch nicht ausverkauft, auf 100 Exemplare limitiert, aber die restlichen werden dann sicher auch noch in die Schatzkammer kommen. Und dann haben wir natürlich noch die, ja gut, die Dankeschöns, die man kaufen konnte, die überspringe ich jetzt mal. Und dann kommen wir auch zu den Bonuszielen und die gehe ich jetzt nicht da unten durch, da gab es nämlich einen Blogbeitrag. Das ist erreicht. Wir haben drei Kurzgeschichten, Rahmen und Ränke, Königreich der letzten Tage und ewige Wachsamkeit. Wir haben zwei Akademiebeschreibungen von der Bannakademie Isilia und der Illusionsakademie Mdena. Da kommt aber noch eine dritte dazu, da schauen wir gleich nochmal. Kurzabenteuer 6, Kaiserjagd, das eiserne Siegel, blutende Lilie, auf Schuppenspuren, die Tränen der Eor Gaidos und Hylaia Feuer, das Solo-Abenteuer Nahima Spiegel von Sebastian Thurau. Wir haben vier Schauplätze, die Burg Ramon und Galottas Insel, die neue Residenz und ein Bobaradianerkloster und eine Spielhilfe zum Halschen Neuadel inklusive der Baronie Balderweid, die in der Trollpforte liegt. Ja, und dazu sind dann ganz am Ende noch gekommen der aventurische Bote als letztes Ziel, eine Sonderausgabe mit Ereignissen der gesamten Hallepoche. Das Solo-Abenteuer, der erste Hoftag ist noch dazugekommen. Dann haben wir noch die Akademie Schwert und Stab zur Beilung. Und genau, das war's. Also die drei Ziele sind danach noch erreicht worden. Das war am Ende nochmal sehr erfolgreich. Es ist wirklich ordentlich abgegangen. Und ich glaube, da ist Ulysses ganz zufrieden mit. Dann holen wir uns gerade nochmal Dragonbane Rhein, um uns das in gleicher Form auch anzuschauen. Dragonbane, ein schwedisches Rollenspiel, was 2 Jahre vor DSA 1 erschienen ist und wohl relativ ähnlich ist, so vom Aufbau und von den Regeln. Keine Ahnung, ob Ulrich Kieso und Co. das kannten, wahrscheinlich nicht. Aber sie hatten wohl relativ viele gleiche Ansätze, nämlich wir müssen eigentlich alles anders machen als D&D, um uns davon abzudingsen, grenzen, das Wort suchte ich. Und ja, am Ende sind 91.292 Euro von 783 Unterstützern zusammengekommen. Das hat also auch nochmal einen ordentlichen Schub gegeben am Ende. Ihr seht, man kann Enten spielen in Dragonbane. Interessant ist für uns aber nicht das Rollenspiel, also für euch vielleicht schon, für mich persönlich ist jetzt die Rollenspielbox oder das Buch nicht so interessant. Mich interessiert das hauptsächlich, weil es das erste Crowdfunding mit der Elf ist, also der Lizenz, die ermöglicht, dass man auch die Welt von Aventurien nutzen kann, was Uhrwerk hier in Form der grünen Ebene macht, grüne Ebene und Travingen und Umgebung. Einmal als normaler Regionalband und natürlich auch nochmal eine Limited Edition für 40 Euro plus Porto. Das waren 5 Euro Porto, die man bezahlen musste oder muss. Und ja, das heißt, ich weiß nicht, was der Band danach im Handel kostet, ob der 40, 45, 50 Euro kostet. Das kann ich bei Uhrwerk leider noch gar nicht abschätzen. Deswegen habe ich da aber auch keinen Crowdfunding-Guide gemacht. Einfach, ja, ich hätte einfach das, was auf der Seite ist, abtippen können, aber ich glaube, das hätte dann nicht so viel Mehrwert geboten. Vielleicht beim nächsten Crowdfunding, wenn ich dann schon eher weiß, was rauskommt. Ja, und das Besondere dabei ist, sind die ganzen Ziele. Der Kai hat das auch in seiner Schelmschau schon angeguckt, aber wir gucken auch nochmal drauf. Guckt vielleicht nicht jeder die Schelmschau und wenn doch, dann seht ihr es jetzt doppelt. Genau, der Regionalband hat ein grünes Lesezeichen bekommen. Anton Weste schreibt mit. Vor- und Nachsatz werden bedruckt, also ähnlich wie beim Kompendium der Winterwacht. Mayri Stritter schreibt mit. Es gibt einen Schnellstarter.
Es gibt Bonusinhalte für die grüne Ebene mit Zufallsereignissen, Hintergrundgeschichten, anderem Stoff, Tabellen, Tabellen, Tabellen. Es gibt eine größere Landkarte für die grüne Ebene, die dem Regionalband beiliegt, von A3 auf A2 gewachsen. Lena Falkenhagen und Tom Finn werden ja diese Mjalla-Kampagne ab nächstem Jahr wieder zum Leben erwecken. Und also in Romanform, in einer Romanreihe. Und die werden auch an die grüne Ebene schreiben und das mit der Semjala-Kampagne verknüpfen. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Wir haben einen Stadtplan von Traving, der als A2-Landkarte auf die Rückseite der grünen Ebene gedruckt wird. Also auf der einen Seite die grüne Ebene, auf der anderen Seite Stadtplan von Travingen. Sind, glaube ich, da die Zeichner und so noch gar nicht unbedingt bekannt. Also wir haben jetzt die Ziele, was umgesetzt wird, aber wer das nachher zeichnet, so wie ich das verstanden habe, ist noch gar nicht überall klar. Dann Kajat wird irgendwas beisteuern. Ich weiß nicht, wie viel, in welcher Form, aber sie wird auf jeden Fall zeichnen. Wer sie nicht kennt, Kajat war ja vor allem zu DSA-3-Zeiten eine der Illustratorinnen, die ja so für mich zumindest damals das DSA-Bild ziemlich geprägt hat. Sie hatte auch so einen Stil, hat viel mit so Punkten gearbeitet. Also hat nicht schraffiert, sondern Flächen gepunktet und so. Ja, schon ein besonderer Stil auch gewesen. Bin ich mal sehr gespannt. Dann Kunstdruck der grünen Ebene. Liegt jedem Dankeschön bei 95.000 Euro. Das ist dann nicht mehr geschafft worden. Und auch die Spielleiterkarte der grünen Ebene hat es nicht mehr geschafft. Und ein aventurischer Charakterbogen ebenfalls nicht. Da hätten wir dann 105.000 Euro erreichen müssen. Also hier sind nicht alle Ziele erreicht, aber ich glaube, mit 90.000 Euro kann Uhrwerk dann insgesamt doch zufrieden sein. Ist auch das erfolgreichste Crowdfunding bisher für sie. Und sie waren sehr fleißig, was Updates anging. 41 Update-Meldungen. Und zu jeder kam dann auch entsprechende Mail, wenn man es abonniert hatte. Man muss ja bei Germont Tabletop immer abonnieren, dass man Aktualisierung bekommen möchte. Ja, und hier sind vor allem in den letzten Minuten und Stunden dann noch einige Bonusziele gefallen. Vor allem hier 2 Minuten Verschluss, das 23. Aventurien Spielkartenset. Habe ich das eben überblättert? Muss ich dringend nochmal gucken. Spielkartenset für die grüne Ebene. Ja, wir designen 52 komplett neue Spielkarten für Initiative, Schätze, Waffen, Abenteuer und Aventurien. Ihr könnt sie als Add-on in eure Vorbestellung aufnehmen. Ja, das wird jetzt etwas schwierig. Vielleicht kann man das, gibt es hier nochmal eine Late Pledge in Form, dass man auch seinen Pledge verändern kann, weil sonst wird es, glaube ich, schwierig, Spielkarten noch dazu zu ordnen, wenn das 2 Minuten vorher freigeschaltet wird. Deswegen macht Ulysses das unter anderem ja auch nicht mehr so spät, noch neue Produkte reinzubringen. Genau, aber da bin ich mal gespannt. Da wird uns Patrick natürlich auf dem Laufenden halten, wie das funktioniert, was wir hier machen können und müssen. Und ja. Gut, dann wechsle ich jetzt mal wieder hier. Mach ich mal auf die Sicht. Hallo. Hallo, Captain Rotbart. Nee, da ist er. Hallo. Hallo, Max. Jo, von meiner Seite aus immer durch. Im Late Pledge geht das, sagt Ingo gerade. Sehr gut. Ja, dann überlege ich mir da nochmal, ob ich vielleicht noch ein Spielkartenset dazu hole. Es waren 25% Unterstützer, die Regionalspielhilfe bestellt haben. Also rein die Regionalspielhilfe kann man ja sogar hier gucken. Ne? Also Gänsegunst habe ich auch genommen. Das sind 206 von 800. Ist etwa ein Viertel, ja. Aber es gibt ja auch noch, hier Drachendonner hatte ja beides. Ne? Also das sind allein dann schon 500 Leute. Dämonendämmerung, die haben es auch dabei. Dann sind wir schon bei 600 Leuten. Und auch die PDFs noch 40. Dann sind wir schon bei 640. Ja, also es haben gar nicht so viele komplett auf den Regionalband verzichtet. Wurde von Uhrwerk schon gesagt. Ja gut, aber alles andere macht ja auch keinen Sinn. Ne? Das hätte ein Kartenset, was dann nachher noch 2 Leute bestellen konnten, weil es sonst keiner mehr geschafft hat, bringt ja auch nichts. Das ist gestern richtig eskaliert, mein Tengel. Ja, ich habe es so halb mitbekommen.
Weil ihr ja fleißig unter anderem auch auf dem Discord hier bei Hinter dem Schwarzen Auge geschrieben habt. Aber ich hatte zu der Zeit noch keine Zeit, das zu verfolgen. Ich hatte ja mein Plätschern draufgeschmissen, mein Geld und ja, genau. Ja. Ach, ist ja nicht schön. Den muss ich irgendwann auch mal hier bauen. Wer kennt ihn noch? Mit den Piraten, das waren die ersten Lego-Figuren, die tatsächlich ein anderes als das Standardgesicht hatten. Und auch die ersten, oder hier Captain Rotbart war der erste, der keine Hand und kein Bein hatte, also Prothesen hatte. Das ist übrigens so die Entwicklung der Lego-Figur. So sah die erste aus, die zweite, die dritte, vierte Version und heute sehr aufwendig. Ach, ein cooles Set. Gibt es übrigens nur im Lego-Haus in Billund. Ich habe es tatsächlich jemandem abgekauft, der da war, weil ich es noch nicht dahin geschafft habe. Ja, gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben? Bin jetzt eigentlich schon über die Stunde, die ich geplant hatte, raus. Etwa anderthalb Stunden sind es jetzt geworden, ist noch okay. Schade, dass der Adrian nicht dabei sein konnte, aber im neuen Jahr versuchen wir dann relativ regelmäßig auch die Community Talks zu machen. Community Talks zu machen. Sollte ja mal der Ersatz für den Podcast sein. Rein Podcast in dem Sinne gibt es ja nicht mehr, weil ich eh alles, was ich als Mitschnitt eignet, dann auch hochlade, seien es die Nachrichten, die Fantalks und so weiter. Und ich finde es eigentlich immer ganz nett auch, wenn man auch Sachen zeigen kann, wenn man einen Chat hat, mit dem man sprechen kann. Weil dieses reine Podcast aufnehmen ist halt, du sitzt zwei Stunden da und unterhältst dich übers Internet. Wir sehen uns dabei nicht mal und gehen die Liste entlang und sprechen darüber. Da finde ich so ganz interaktiv dann doch noch besser. Das Gouverneurskastell hast du gehabt, da saß er im Knast. Jawohl, das Gouverneurskastell habe ich auch hier in der Neuauflage. Warte mal, das muss ich jetzt auch rausholen, wurde es erwähnt. Das ist ja noch alles original verpackt hier. Auch das will irgendwann mal gebaut werden. Also ich habe auch das Original tatsächlich noch zu Hause bei meinen Eltern auf dem Speicher. Und das ist jetzt die aktuelle Interpretation. Das heißt, die 3D-Platte da unten ist komplett mit Steinen gebaut. Und der Freihafen ist auch noch in Form von diesem Boot da ein bisschen mit reingeflossen. Das gehört eigentlich nicht zum Gouverneurskastell dazu. Ha, ich habe es hier geliebt, die Paraden. Ich hatte damals alles. Deswegen komme ich dann natürlich nicht drum herum. Gibt es aktuell noch nur exklusiv bei Lego. Ist auch noch nicht bekannt, ob es in den freien Handel kommt. Lego hat den Vorteil, dass die Minis bunt sind. Ja, man muss nicht mehr anmalen, das stimmt, ja. Und über die Minifigur geht tatsächlich nichts. Also ich habe noch keinen. Also es gibt ja viele Fremdhersteller, die die Minifigur versucht haben, in irgendeiner Form zu kopieren. Und damit teilweise sich auch ordentlich Ärger mit Lego eingeheimst haben. Aber ich habe auch noch keine Minifigur gesehen, die auch nur ansatzweise an die Lego-Minifigur rankam. Klar, ich bin mit denen aufgewachsen, aber irgendwie finde ich, das ist so ikonisch. Ich finde, man kann sie eigentlich nicht besser machen. Die Minifigur ist einfach die coolste. Und das ist, jetzt muss ich mal gerade gucken, ob ich das auf Anhieb schnell finde. Der Space Baby. Ist es nicht geil? Also es gibt dann auch die Baby-Mini-Figuren. Ne, die, genau, also der hat dann, das ist wirklich die Figur in Babyform dann. Und da gibt es eben dann die Space-Variante, die dann so aussieht wie die Classic Space Astronauten von Lego. Sehr cool, wie ich finde. Jo. So, jetzt haben wir auch ein bisschen über Lego gesprochen. Also Lego will ich auch demnächst mal wieder bauen. Also Lego und andere Kleinbausteinhersteller. Ich habe ja die Burg Blaustein hier. Der Kai hat die ja schon aufgebaut, ich noch nicht.
Ich habe auch noch ein bisschen Angst um meine Wohnung, wenn die mal fertig ist, weil ich glaube, in allen Ausbaustufen hat die inzwischen so eine Größe. Und die muss ja dann auch irgendwo hin, ne? Ja, aber ich will demnächst unbedingt auch wieder mal im Stream bauen. Deswegen, wenn da irgendwie in nächster Zeit mal die Zeit für ist und ich Bock drauf habe, also Bock habe ich eh, aber es ist dann eher die Zeitfrage. Dann würde ich mich freuen, wenn der ein oder andere von euch dabei ist. Jo, dann haben wir über DSA gequatscht, über Lego gequatscht, irgendein Katzenspiel, wie ist es zudem noch, ja. Ach, und Bruchtal habe ich auch noch hier. Auch das, wobei das kriege ich zumindest noch aufs Highboard, wenn es fertig ist. Aber das muss ich auch noch unbedingt bauen. Ah, es gibt so viele schöne Sets. Ja, da hat man die Qual der Wahl. Gut, wenn von euch aus keine Fragen mehr sind, ansonsten haut sie noch schnell in die Tasten, dann würde ich auch langsam mal zum Ende kommen. An der Stelle, lieber Adrian, gute Besserung, sei nächste Woche Mittwoch fit. Für mich hoffe ich auch, dass nichts durchkommt und wäre auch wegen Weihnachten schon blöd. Und genau, dann sehen wir uns am 27. Der Ingo ist dabei, der Fred ist dabei. Christian hat zumindest gesagt, er hat Zeit, deswegen gehe ich auch stark davon aus, dass er dabei ist. Wir wollen auch noch Aventuria spielen, da müssen wir noch einen Termin finden. Ich gehe im Moment da aus, ohne Garantie, dass es vor Silvester auch noch einen Aventuria-Termin geben könnte. Und wahrscheinlich dann einen im neuen Jahr. Also das war mit der Alpha und der Beta-Kampagne jeweils einen Termin weiterkommen. Bei Alpha müssen wir auch noch ein Zwischenspiel machen. Vielleicht machen wir da sogar zwei Streams. Der erste wird dann ja relativ kurz. Ja, wir gucken nochmal. Terminfindung läuft gerade. Aber auch da soll es dann weitergehen. Und ja, da jetzt, ja, da wir leider erfahren haben, dass das nächste Aventuria Crowdfunding dann nicht im April sein wird, sondern eher Mitte des Jahres, haben wir ja dann auch noch ein bisschen mehr Zeit, alles durchzuspielen, bis neues Material kommt. Jo, genau, dann Holven sagt schon richtig, frohe Weihnachten euch allen. Vielen Dank euch vor allem im Chat, dass ihr so zahlreich immer dabei seid. Und ohne Zuschauer und Zuhörer bräuchte ich das hier nicht machen. Ich mache das ja schließlich, um euch zu informieren, um euch zu unterhalten. Und ja, finde es immer schön, wenn ihr so zahlreich mit dabei seid. Genau, ein frohes neues Jahr wünsche ich noch nicht, weil ich hoffe ja, dass wir uns im Fan-Talk sehen. Aber wenn wir uns nicht im Fan-Talk sehen, dann natürlich auch einen guten Rutsch. Und ja, genau. Genießt die Tage mit der Familie hoffentlich. Und auch ein bisschen erholsame Tage. Und dann Stopp-Pfoten weg. Ja, genau, das hänge ich auf und dann bleiben die Katzen von den Modellen weg. Das wird klappen. Danke, Tengel, auch dir. Auch gute Besserung vom Tengel, lieber Adrian. Frohes Fest an alle, sagt er. Schöne Feiertage, sagt auch der Munix. Vielen Dank ebenso. Holven hat er auch geschrieben. Gute Besserung, Adrian. Und ja. Danke fürs Arbeiten, sagt er, für die Arbeiten sehr gerne. Gut, dann sind wir, glaube ich, durch. Dann habt eine schöne Zeit bis nächste Woche. Und dann bin ich mal sehr gespannt, was wir alles an Themen finden und ob wir unter den 4 Stunden bleiben. Ich habe es ja eigentlich schon vor, dass wir mal drunter bleiben. Es liegt ja am Ende aber dann auch wieder an mir, weil ich natürlich auch alle Produkte mal besprechen will. Und es gab so viele. Das waren wirklich viele. Ingo hat auch schon gesagt, sein Jahresrückblick kommt ja auch demnächst. Der dürfte sehr lang werden. Machst du eigentlich nur einen Teil oder mehrere? Ja, auf jeden Fall, wir haben viel zu besprechen. Ihr habt dann viel zu sehen und zu lesen und zu hören, je nachdem, auf welchem Wege ihr das konsumiert. Und dann sage ich gute Nacht, schöne Restwoche und dann frohe Zeit. Dein euer Gernot. Ciao, ciao.